Alter, was ist das, Mann? Junge, das kriegst du für 1 Euro. Heftig, oder? Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video. Ja Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich weiß, ich sehe aus, als hätte ich einen Schlafanzug an, ne? Ich war heute auf jeden Fall shoppen und habe mir dieses Shirt geholt. Und irgendwie sind die Ärmel viel zu lang. Naja, ist scheißegal, darum soll es heute nicht gehen. Ich habe für heute was echt krasses geplant. Und ich habe sowas auf YouTube eigentlich auch noch nie gesehen, zumindest nicht in Deutschland. Auf jeden Fall war ich letztens in Köln unterwegs und mir war irgendwie langweilig. Und ich bin in so einen 1-Euro-Shop gegangen, weil da war irgendwie einer. Und dann ist mir folgende Idee gekommen, so, ey Alex, du kannst doch einfach mal irgendwelche Produkte hier kaufen und die vorstellen. Weil da gab es echt Sachen, wo ich dachte, krass, das kostet nur 1 Euro. Viele Sachen hiervon kennt ihr wahrscheinlich von der Kirmes, weil ihr da irgendwie dann so Luftballons kaputt macht oder schießt für 5 Euro. Und dann kriegt ihr dafür halt irgendeinen Preis. Und denkt euch so, boah, der ist bestimmt viel wert. Nö, kostet nicht mal 1 Euro meistens. Also ich glaube, hier sind echt Sachen bei. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich alles gekauft habe. Ich habe einfach so ein paar Sachen mitgenommen. Viele Sachen sind echt mega geil. Okay, was heißt mega geil? Aber man kann auf jeden Fall einiges mit anfangen für 1 Euro. Also ich glaube, wäre ich mit 8 Jahren im 1-Euro-Shop gewesen, das wäre das Paradies für mich gewesen. Also ich will eigentlich gar nicht lange labern. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich nochmal einen Teil machen soll oder einfach einen Daumen nach oben da lassen. Werde ich ja dann sehen, ob ihr Bock drauf habt. Und jetzt fangen wir an. Diese Tüte ist auf jeden Fall voll. Auf jeden Fall, ein Kollege von mir ist gerade noch da. Ich gebe ihm jetzt einfach mal die Tüte und du gibst mir dann nacheinander irgendwas daraus. Greif einfach rein und gib mir das, okay? Das müssten, denke ich mal, so 8 Sachen sein oder so. Okay, was ich noch vergessen habe zu sagen, also im 1-Euro-Shop gibt es jetzt nicht nur Produkte für 1 Euro. Aber ich habe auf jeden Fall geschaut, nichts dieser Produkte kostet mehr als 2 Euro. Also ich glaube, das teuerste war so 1,70 und ihr werdet merken, krass, so viel Scheiß gibt es für höchstens 1,70 Euro. Also, let's go, wir fangen an mit Produkt Nummer 1. Wer kennt diese Pistole nicht von der Kirmes? Alter, guck mal, dieses Ding kostet 1 Euro. Das heißt, wenn ihr für 5 Euro irgendwelche Luftballons abwerft auf der Kirmes oder auf dem Jahrmarkt oder wie man das auch immer nennen will und dann denkt, boah, jetzt habe ich aber ein richtig gutes Geschäft gemacht mit dieser Pistole. Nein, ich habe das wirklich sofort eingepackt, als ich das gesehen habe, ne? Wie lange ich sowas schon nicht mehr gemacht habe. Ja, wie geht das jetzt? So? Ja. Yo! Ey, eigentlich müssten wir das draußen aufnehmen, oder? Damit? Warte mal. Junge, tschusch! Tschusch! Digga, das muss ich morgen draußen aufnehmen. Ey, Leute, diese Teile gehen so ab, ne? Guck mal. Warte. Junge, tschusch! Ey, wie geil, Alter! Leute, ich gehe jetzt bis nach ganz hinten von diesem Zimmer. Das sind locker so 8 Meter. Passt mal auf. Alter, was ist das, Mann? Junge, das kriegst du für 1 Euro. Heftig, oder? Es ist gerade leider schon dunkel, deswegen muss ich morgen früh das noch einmal testen und dann draußen. Ich bin mal gespannt, wie hoch die Teile fliegen. Ey, warte, eins kann ich ja mal kurz testen, oder? Bro. Ja, okay, du hast es schon vorgestellt. Ich hab das jetzt einfach kaputt gemacht. Du hast es doch schon vorgestellt. Junge! Ey, ich komm nicht klar. Das ist einfach kaputt gegangen jetzt. Guck mal. Bruh. Ey, Mann, ich wollte das morgen noch testen. Wieso ist das jetzt kaputt gegangen? Kann doch nicht sein. Ey, das ist abgebrochen. Das ist da drin abgebrochen. Ja. Ey, ich hol mir das Safe nochmal. Ey, scheiße, Mann. Ich wollte das eigentlich morgen noch testen. Kirmesware hält 3 Tage. Okay, Leute, kommen wir zum nächsten Produkt. Let's go. Einfach eine Flöte. Wir haben hier eine Blockflöte von Disney für 1,50 Euro. Wolltest du früher auch immer Flöte spielen? Ey, hör mal, welcher Song ist das? Brutal, oder? Ich sollte meine Flötenkarriere fortsetzen. Also, wenn ihr schon immer mal eine Flöte haben wolltet, kostet nur 1,50 Euro. Ich bin echt fasziniert davon, schon von diesen beiden Sachen. Boah! Ey, ich habe echt keine Ahnung, was hier drin ist. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle den Film Minions. Ich habe mir den noch nicht... Oh, fuck, dieses Ding kostet jetzt, hat 2 Euro gekostet, das Teil hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist jetzt einfach ein Minion drin? Hä? Was? Wieso sind das... Was ist das denn jetzt?
Du hast es falsch aufgemacht, Mann. Was soll ich hiermit? Digga, 2 Euro? Was soll ich mit Servierten, Alter? Also ohne Spaß, das hier ist mein Favorit bis jetzt. Warum ist es kaputt gegangen? Ehrlich. Ich frag mich, was hier jetzt kaputt gegangen ist. Ey, das war echt krass, das Ding. Ehrlich. Guck, jetzt geht das wieder. Unter allen, die diesem Video einen Daumen nach oben geben, verlose ich alle Servierten, alle Minions-Servierten. Ja, viel Spaß damit. Okay, Leute, let's go. Wir kommen zum nächsten, Alter, komm, gib mir. Das habe ich ganz am Ende gefunden, als ich zur Kasse gegangen bin. Vielleicht kennt ihr das doch von früher, das gab es irgendwie an jedem Kiosk, glaube ich, und an jeder Tanke, zumindest in ähnlich. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was das hier ist. Alter, wenn ich schon dieses Puder hier sehe, ne? Das ist so geil. Schaut euch das mal an. Und dieser Lutscher hat nicht mal 1 Euro gekostet, glaube ich. Ich glaube, der hat 50 Cent gekostet. Okay, erstmal probiere ich das jetzt so. Ballert. Wie soll das auch gehen? Oh, warte mal. Junge, riech mal. Warte. Boah, riech mal, Alter. Jetzt passt auf. Warum gibt es sowas im 1-Euro-Shop? Ey, das schmeckt genau wie diese Monsterbälle. Weißt du, diese Monsterbälle, diese fetten, ne? Ey, ich gehe jetzt nur noch in 1-Euro-Shops einkaufen, ehrlich. Also, wenn ihr unter 10 seid oder so, oder meinetwegen auch noch 12, dann bringt eure Eltern auf jeden Fall dazu, mit euch in 1-Euro-Shop zu gehen. Sagt schöne Grüße von Alex und dann wird es was. Ich tue das mal kurz zur Seite. So. So, Leute, wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Let's go. Als ich das gesehen habe, was ist das? Ehrlich, was ist das? Was soll man hiermit machen? Meinst du, das ist ein Hundespieltau? Das ist für Hunde? Ja. Ey, lass mal gucken, ob das Seil stabil ist. Zieh mal dran. Warte, warte. Guck mal, zieh mal. Zieh. Platz. Meinst du, es fliegt weit? Keine Ahnung, wofür man sowas braucht, aber es macht Spaß, damit zu spielen. Ich bin zwar kein Hund, aber es geht in die gleiche Richtung. Okay, Leute, kommen wir zu einem Produkt. Warte, let's go. Ich habe einfach einen Taschenrechner für 1,50 Euro gefunden. Ehrlich, ich dachte, jeder Taschenrechner kostet mindestens 10 Euro oder so. Junge, 1,50. Ich bin mal gespannt, ob der rechnen kann. Wahrscheinlich fehlen jetzt Batterien, oder? Nimm das mal in die Hand. Du kannst mir doch nicht sagen, das Ding kann rechnen, oder? Da ist doch gar nichts drin. Vor allem, hier steht drauf, Solarpower, aber er braucht Batterien. Digga, der ist an. Hä? Hä, was ist denn das hinten? Ey, hier kann man einen Spicker reintun. Also Leute, kauft euch den Taschenrechner aus dem 1-Euro-Shop. So, pass auf. Jetzt mal gucken, ob der funktioniert. On. Ah, ey, guck mal, der geht nur, wenn man Licht hinhält. Ey, der funktioniert sogar. Junge, wie krass das ist, ne? Da musst du mal denken, wie krass die Technik ist. Guck mal, hier hinter, hier in diesem kleinen Ding ist ein Computer drin, der das berechnen kann. Und du denkst, hier ist gar nichts drin, hier ist nur Plastik drin. Also wie man sieht, der kann echt rechnen. Also für mich ist das gerade echt krass. Ich hätte das nicht gedacht. Und ja, Respekt an, wer hat einen Taschenrechner erfunden? Ah, Dings, wahrscheinlich Herr Taschenrechner, oder? Aber Leute, vielleicht noch als kleiner Tipp, wenn ihr euch diesen Taschenrechner holt, nehmt euch auf jeden Fall auch gleich eine Taschenlampe mit, weil sonst kommt ihr damit nicht weit. Sorry. So Leute, kommen wir zum nächsten Produkt. Junge, Alter, das ist das Beste. Wenn hier Kirmes ist, das ist das Beste auf der ganzen Kirmes. Junge, dieses Scheißding hat 1 Euro gekostet. Ich habe jetzt heute Abend was zu tun. Ich glaube, den lutsch ich den ganzen Tag, ne? Ohne Spaß, das schmeckt echt scheiße im Vergleich zu dem. Oh fuck. Alter! Oh, ich war sauer. Ah, fuck! Oh! Junge, warum ist das so sauer, Alter? Warte, ich beiß einmal so ab. Ist gut für die Zähne. Der schmeckt auch so, als hätte er nur 1 Euro gekostet. Okay, Leute, und eine Sache habe ich noch im Angebot. Das habe ich gefunden, als ich rausgegangen bin. Und das musste ich wirklich auf jeden Fall. Wir haben hier eine XXL-Packung Marshmallows. Also wenn ihr Bock auf Marshmallows habt, geht einfach in einen 1-Euro-Shop. Junge, die sind so geil, ne? Okay, Leute, wir machen kurz Chubby Bunny Challenge. Wer mehr, also wir machen abwechseln, ja? Ja. Pass auf. 1, 2, 3. Ja, Junge. Guck mal, 4. Kriegt immer kurz Reiz. 5. Das geht doch gar nicht, ey.
So viel erstmal dazu. Mir hat das Video auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Deswegen, wenn ihr Bock habt auf noch ein Part, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt mal Snapchat und Instagram ab. Ganz wichtig. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ja, ciao.